Yo, moin Leute und herzlich willkommen beim dritten Teil der Pam-Mod-Vorstellung. Ja, so sieht die Welt aus, wenn ihr eine neue Welt erstellt oder auf einer alten Welt in einen noch nicht erkundeten Seed lauft, dann findet ihr überall lustige Pflanzen, die alle für irgendetwas gut sind. Wenn ihr Gras abschlagt, dann habt ihr immer die Chance, dass dabei ja, unterschiedliche Seeds rauskommen. Ganz viele unterschiedliche Seeds kommen dabei raus. Die braucht ihr dann auch später alle. Natürlich die Blumen abschlagen. Und was auch eine Neuerung ist, da hinten sehen wir das gerade. Hier haben wir einen Kirschbaum. An manchen Bäumen hängen nämlich Früchte, so wie Kirschen. Oder das hier müssten Pomegranate. Oh ja, das sind halt so Sachen, die ich nicht weiß auf Deutsch. Das ist eine Passionsfrucht, die kennt man vielleicht ganz gut. Hier unten haben wir Kokosnüsse und Pfirsiche und Orangen und alles Mögliche, was man halt so finden kann. Auch in der echten Welt, hier haben wir Bananenbaum zum Beispiel. Ist noch ein bisschen durcheinander, das hätte man vielleicht noch nach einzelnen Gebieten sortieren können. Aber ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ich sammle jetzt hier noch ein bisschen Zeug ein. Und ja, dann stelle ich euch alles mal so im Detail vor. Ihr seht, es ist einiges, was ich euch zeigen muss oder werde. Aber ich denke, wir werden das packen. Ja, frisch aus der Hütte, merkt ihr auch schon gleich, irgendwas hat sich hier doch verändert auf deiner Mod-Vorstellungsmap. Ja, ich werde ja tausendmal gefragt, ob ich die irgendwann mal zum Download freigeben kann. Und ich habe immer so Marken bei 30.000, bei 20.000, bei 10.000 und bei 40.000 Abonnenten gebe ich die frei. In der Zeit verändert sich natürlich einiges. Hier ist die Burg verschwunden, die Welt hat sich gewandelt. Jetzt habe ich hier mein Farmland eingebaut. Ja, richtig. Und ja. Kommen wir hier zu den ersten Sachen. Also ihr könnt so Büsche anbauen. Da habe ich hier mal ein paar vorbereitet. Wenn ihr die dann abbaut, dann kriegt ihr das jeweilige Dings raus. Grapefruit hier zum Beispiel. Das hier müssten Blueberries sein. Und ja, Strawberry. Und was haben wir hier? Nochmal Blueberry. Ich habe hier ein bisschen wild angebaut. Deswegen, ich glaube, hier hinten müssten nochmal andere Sachen sein. Genau, hier sind Strawberries, Raspberries. Also hier sind einige Dinger, die sich ein bisschen ähnlich ausschauen von den Büschen her. Dann habe ich hier sehr viele Sachen angebaut. Bei den Dingern ist es das so, dass sie kaputt gehen einfach. Ne, da kommt was raus. Hier kommt jetzt auch was raus. Und zwar ist das Ginger. Bohnen zum Beispiel. Was haben wir denn hier noch? Ach hier, es sind so Sachen. Das sind Gurken. Kokumber, oder das sind sowas Art wie Gurken, ich weiß nicht mehr, wie das in Deutsch heißt. Hier haben wir Blumenkohl, das habe ich dann auch schon beschriftet. Ne, Brokkoli ist das. Oh, sorry. Hier sind Chili-Bohnen und manche Sachen bauen sich nicht komplett ab. Das heißt, ihr braucht dafür nicht extra neue Seeds, sondern der setzt sich dann zurück. Hier zum Beispiel bei Chili ist das so der Fall. Hier bei den Zucchinis, die ich hier habe. Hier habe ich meine Zucchini-Farm. Hier habe ich Kaffee angebaut. Da kriegt man dann Kaffeeboden raus. Ja, und die bauen sich halt wieder komplett ab. Hier ist Kopfsalat. Was haben wir hier? Korn. Ah ja, hier Maiskörner. Mais ist das. Das baut sich dann auch so ab. Also ihr seht, hier ist einiges schon angebaut. Ich werde mal so ein paar wichtige Zutaten zeigen, zum Beispiel Tomaten, das ist auch sowas, was recht wichtig ist, meiner Meinung nach, zum Kochen. Zwiebeln. Ne, das sind Kartoffeln, Entschuldigung. Kartoffeln. Und hier haben wir Zwiebeln. Hier war keine gewachsen. Hier sind auf einmal schon drei gewachsen. Manche verschwinden auch irgendwie. Oh, hier. Und da hinten haben wir noch Karotten. Ja, das sind so die Sachen, wo halt wirklich jeder kennt. Zwiebeln, Tomaten, Karotten. Ich kann euch da ja auch nicht alles zeigen, da es einfach so unglaublich viel gibt. Ich habe hier mal alle Seeds reingetan, die es so gibt für Sachen. Da seht ihr, da ist einiges. Das sind Teesamen, das sind alles. Ich habe, glaube ich, auch alles angebaut, nur jetzt halt nicht alles abgebaut, um euch das zu zeigen. Was haben wir hier? Rote Beete zum Beispiel. Auch sehr leckeres Zeug. Hier haben wir unterschiedlich farbige Blumen. Die haben wir vorhin auch schon eingesammelt. Die kann man dann einpflanzen, kann sich vor seinem Haus schöne farbige Blumen hinmachen. Die sehen alle auch sehr schön aus, wie ich so finde. Und ja, die habe ich hier mal vorbereitet. Blumensamen. Da seht ihr, wenn ihr dieses normale Gras abbaut, dann wollte ich euch ja zeigen, dann kommen da ab und zu Samen raus. Natürlich jetzt mal wieder nicht, aber normalerweise. Und da kriegt ihr dann auch teilweise diese unterschiedlich farbigen Blumensamen raus. Oder ihr tut halt hergehen und ich zeige euch mal das Rezept. Zwei von den Blumen sammeln, kriegt dann zwei Samen raus. Ja, ist eigentlich
ein faires Geschäft. Wenn ihr zwei rote Rosen sammelt, kriegt ihr zwei Red Flower Seeds raus und mit den Red Flower Seeds kriegt ihr dann aber diese roten Rosen raus. Also da ein bisschen aufpassen. Ja, hier haben wir normale Saatlinge. Ach ja, was auch noch ganz schön und nett zu wissen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die blaue Blume abfarme, dann kriege ich ja nur zwei raus. Ich dachte, es würde funktionieren. Moment. Okay, da kriege ich drei rote Rosen raus und da kriege ich die Farbe. Ich dachte, bei den anderen würde es auch die Farbe geben. Ist jetzt ein bisschen seltsam. Ja, egal, wir machen weiter. Hier haben wir diese Baum. Sepp-Sänge. Das heißt, wenn ihr einen normalen Eichensetzling mit einer Limette oder zum Beispiel mit einer Kirsche zusammen setzt, dann kriegt ihr so ein Baumsäppling und dann könnt ihr Bäume anbauen, an den Bäumen dann wiederum neue Kirschen und also ihr habt dann Setzlinge, an den Bäumen wächst dann hier das unterschiedliche Zeug. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, Limetten, ja, diverse Kräuter und sonstiges. Ich kann wirklich nicht alles benennen. Ich glaube, nicht jeder kennt da wirklich alles, außer man ist vielleicht Koch. Hier sind Bananen zum Beispiel, wieder leckere Bananen dran. Hier sind wieder das Zeug. Und ihr seht, so langsam füllt sich mein Inventar mit unterschiedlichen Zutaten. Und für was könnte man solche Zutaten gebrauchen? Ich habe jetzt irgendwie keinen Hunger, weil ich auf Peaceful spiele. Aber man könnte das ja theoretisch essen. Oder man kann daraus neue Rezepte und neue Gerichte kochen. Aber ich denke, für die Gerichte bräuchte ich dann eventuell doch nochmal eine komplett neue Vorstellung, denn das zum Kochen ist sehr viel. Aber ich zeige euch mal, was wir denn für unterschiedliche Sachen haben. Da habe ich hier mir schon mal eine kleine Bar eingerichtet. Und ja, hier haben wir die ganzen alten Sachen, die man essen kann. Ich meine, das ist schon relativ viel, da es in Minecraft doch sehr viel um Essen geht. Aber theoretisch braucht man auch nicht mehr. Aber es ist halt auch immer wieder schön. Dann habt ihr hier unterschiedliche neue Sachen, die man so hat. Chili, das haben wir alles abgebaut vorhin. Und hier drüben haben wir noch nichts drin. Aber hier vorne habe ich noch etwas vorbereitet. Und zwar, wenn ihr dann viele, relativ viele Samen zum Pflanzen sammelt, könnt ihr jeweils neun von diesen Samen, also hier seht ihr das, nee, jeweils acht, zu einer so einer, ja, zum Paket zusammenpacken. Und dann könnt ihr noch zu einer Box das Ganze zusammenpacken, um halt einfach Platz sparen, da die Sachen einzulagern. Hier seht ihr dann auch schon mal ein paar unterschiedliche, das sind jetzt nicht alle drinne, aber damit könnt ihr schon mal Platz sparen, da eure Samen einsortieren, wenn ihr da halt wirklich eine große Farm baut. Ich finde es eigentlich ganz nett, da es mich so ein bisschen an Farmville erinnert. Es bringt jetzt nicht großartig irgendwas, da man ja quasi auch von den alten Essen leben kann, aber wenn man halt einfach ein bisschen mehr im Kreativ spielen möchte, also gar nicht so viel mit den Zombies bekämpfen und einfach nur so ein bisschen überleben, sich so einen kleinen Bauernhof hinzimmern, wo man auch unterschiedliche Sachen anbaut und die Welt einfach auch ein bisschen schöner haben möchte, weil ganz ehrlich, irgendwann hat man halt in Minecraft auch mal so ein bisschen diese Langeweile, die einen einholt und da ein paar neue Rezepte, ein paar neue, ja, Lebensmittel, die man anbauen kann, einfach um sich so ein bisschen wieder den Spaß in Minecraft zurückzugewinnen. Oh, ist das Ananas? Ja. Genau, dafür ist dieser Mod sehr gut geeignet, zumindest der Teil dieses Mods. Im nächsten Teil werden wir uns dann mit unterschiedlichen Rezepten, Kochkunst und sonst irgendetwas auseinandersetzen. Denkt dran, die Map gibt es ab 40.000 Abonnenten zum Download, deswegen immer schön dran denken zu abonnieren oder Daumen auf die Videos hochzugeben, um mehr Aufmerksamkeit. Bla, ihr wisst alle Bescheid. Ich bin jetzt hier raus. Ciao Leute und bis zur nächsten Mod-Vorstellung auf meinem Kanal.